Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irina und das ist Tagesbotschaft für euch. Bitte bedenken, das ist eine allgemeine Legung und kann nicht mit jedem in Resonanz kommen. Aber ich werde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir Kommentare, Feedback hinterlässt, eure Likes. Das ist für mich, naja, Bestätigung, Irina, du machst was Gutes. Danke, meine Lieben. Ich sehe hier Wunsch, etwas zu erreichen. Wunsch, endlich Geld zu verdienen. Und ich sehe, hier kommt die Hilfe. Oder jemand braucht deine Hilfe, du wirst jemandem helfen oder jemand hilft dir. Ich sehe, dass es Mensch aus der Vergangenheit ist. Vielleicht aus deinem Kindheit, ehemaliger Freund, Freundin, sowas ähnliches. Oder du hilfst dem Mensch aus der Vergangenheit oder dieser Mensch dir hilft. Deine Idee braucht finanzielle Unterstützung irgendwie. Einzige Bitte aufpassen, weil hier ist nicht die ganze Wahrheit an dieser Sache. Diese Hilfe, die wird dir, vor allem wenn das wird dir angeboten, da verbirgt sich etwas. 100% kann ich nicht sagen. Vielleicht irgendwie welche Verletzung. Aufpassen, weil hier, wie soll ich sagen, kann sein, du hast jemanden mit einem Wort verletzt. Dieser Mensch hilft dir schon, aber, bitte, bitte überprüfen. Wie ich immer sage, die Verträge lesen, Kleindruck lesen auch, weil etwas, du kennst nicht die ganze Lage, du siehst nichts alles. Ja, du denkst, das ist alles gut und schön, aber aufpassen, der Teufel, bitte aufpassen. Weil diese Hilfe, naja, hat nicht Gutes, etwas, so liegt mir sofort hier. Ich lese noch diese Karte für euch. Vier der Fühle. Es ist an der Zeit, über dein Verhältnis zu Geld nachzudenken. Gibst du es zu freizügig aus oder hältst du zu sehr daran fest? Dies kann auch damit zu tun haben, wie viel du anderen von dir selbst gibst. Ist dein Herz offen oder hältst du dich zurück? Deine harte Arbeit und weisen Investitionen werden großen Erfolg bringen. Nur so wie ich gesagt habe, aufpassen wegen überprüfen. Überprüfen, bisschen Nachbar ausfragen, Menschen ausfragen, die kennen die Sache mehr. So sehe ich das, meine Lieben. Weil hier Mensch wirklich nicht ganz ehrlich ist. Oder nein, Rache sehe ich hier nicht, aber hier ist mehr nicht absichtlich, wird dich später verletzen. Bitte aufpassen. So, meine Lieben, ich habe euch die Waffen gegeben. Wie ihr damit umgeht, das ist euch überlassen. Und bitte, natürlich kann sein, dass diese Legung nicht mit jedem in Resonanz kommt. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf eure Feedback. Alles Gute, alles Liebe, meine Lieben. Und bis später. Wieder vier Könige dran. Tschüss, Papa, meine Lieben.